Temperaturen um die 0 Grad und Regen sind eine gefährliche Kombination, denn wenn der Boden abrupt gefriert, kann sich Blitzeis bilden. Auch bei Temperaturen über 0 Grad darf man sich als Autofahrer nicht in Sicherheit wähnen. Das heißt, wenn es bei diesen Temperaturen trotzdem zu regnen beginnt, kann dieser Regen, wenn er auf den kalten Boden trifft, sofort gefrieren und dann sprechen wir von diesem klassischen Blitzeis. Das Blitzeis tritt oft sehr, sehr schnell auf und der Autofahrer hat oft nur wenige Sekunden Zeit zu reagieren. In diesem Fall muss man die Geschwindigkeit, dort wo man normalerweise vielleicht 100 Stundenkilometer unterwegs ist, auf 30 km/h circa reduzieren, um in etwa den gleichen Bremsweg zu haben. Besonders aufpassen muss ich auf Brücken, in Waldstücken und entlang von Bächen und Flüssen. Denn hier ist die Blitzeisgefahr aufgrund von hoher Luftfeuchtigkeit und geringer Sonnenstrahlung besonders hoch. Komme ich trotzdem ins Rutschen? Wie verhalte ich mich richtig? Wenn mein Fahrzeug ins Rutschen kommt, gibt es im Wesentlichen nur zwei Möglichkeiten. Entweder es rutscht die Vorderachse weg, da spricht man vom klassischen Untersteuern, oder es rutscht die Hinterachse weg. Da redet man vom klassischen Übersteuern oder Schleudern. Und je nachdem, was passiert, muss der Fahrer unterschiedlich reagieren. Rutscht das Fahrzeug vorne, ist Bremsen die richtige Gegenmaßnahme und den Lenkenschlag eher gleich lassen. Rutscht das Fahrzeug hinten weg, ist rasches Gegenlenken gefragt, bei Schaltgetriebe auskuppeln, Automatik vom Gas gehen. In beiden Fällen ist die Blicktechnik ganz entscheidend. Wir müssen immer dorthin schauen, wo wir hinfahren möchten. Mein Tipp für den Winter ist, die Fahrweise immer den schlechtesten Gegebenheiten anpassen. Das heißt, wenn man sich nicht ganz sicher ist, immer vom Schlimmsten ausgehen, die Geschwindigkeit auf den rutschigsten Untergrund anpassen, so ist man am sichersten unterwegs. Stress und Hektik sind bei winterlichen Bedingungen viel am Platz. Wenn ich bei eisigen Temperaturen nicht ins Rutschen geraten will, sollte ich konzentriert, vorausschauend und langsam fahren und den Wetterbericht verfolgen.